Yo Leute, hier stehen wir an unserer Base. Yo Leute, wie ihr am Titel schon lesen könnt, haben wir angefangen Origin zu spielen. Und das wird jetzt auch erstmal so bleiben, also das wird ein festes Projekt. Denn diese ganzen Server-Hopping und Missionen gehen mir selber auf den Sack, gehen auch euch auf den Sack, wie ich das in den Kommentaren gelesen habe. Deswegen haben wir uns einen Origin-Server ausgesucht und wir werden jetzt erstmal eine längere Zeit auf dem Spiel, was aber nicht bedeutet, dass kein Epoch kommt. Ab und zu werden wir trotzdem Epoch bringen. Wir haben noch den einen oder anderen Server, den wir trotzdem gern testen möchten. Aber wir werden definitiv jetzt auf diesem Origin-Server feste spielen und ganz viel Action erleben. Also, viel Spaß euch! Jetzt gucken, ob der SUV da ist. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich gehe jetzt essen. Nein. Echt jetzt? Oh, ja, ich hab mega Hunger. Ansonsten hätte ich die ganze Zeit so Magengrummeln im Video. Ich leg hier euch irgendwann den Reifen hin, ne? Wo soll ich den Reifen hinlegen? Ja, gut. Platz dafür? Komm zum SUV. Ja, wo ist denn der? Ich noch. Wenn er da ist. Weißt, so sieht deine erfolgreiche Aufnahme aus. Ja, hättest du nicht so lange gebraucht? Ja, was ist los bei dir? Kaum starten wir die Aufnahme, sagt der Luca erstmal so, ich muss essen. So, weißt du, nicht mal 2 Minuten gespielt, das Server gleich das neu gestartet, so eine Minute ja, so. Ja, du kommst mal essen. Mich vorhin an so, ja, sag mal, ey, hast du Bock später Aufnahme und so? Ich meine, ja, klar, man wandeln, ja, wenn Perry da ist. Perry ist ungefähr seit einer Stunde da. Ja, der Perry will noch essen und so alles. Der hat vorher gesagt, so, bevor wir aufnehmen, möchte ich noch gerne essen, hat er gesagt. Ja, habe ich auch gesagt. Ey, ich bin um halb fünf die Tür rein. Und um 10 vor war ich fertig mit Essen. Ja, siehst du? Steht der SUV wert geschossen? Weil ich hab ich die. Steht der SUV jetzt da? Ich weiß jetzt nicht, wo ich weiß noch nicht. Ja, ich muss jetzt nämlich jetzt essen gehen. Ja, der SUV ist mal so. Nein, du hast doch jetzt wohl die 2 Minuten noch zum SUV zu kommen. Nee. Also, ja, dann bin ich halt später nicht dabei, wenn ihr mich braucht. Ja, wir holen dich dann später so ab, weil du hast Reifen und so. Setz dich doch wenigstens in den scheiß SUV rein, Mann. Ja, genau. Wie viele Reifen hast du? 2. Hast du den Sprit? Ja, eine Jerrycan. Oh. Ein Glück, weil was immer Luca dabei hatte an Industrial Stuff, hat er nicht ins Auto gepackt, der Depp, der hat sich einfach nur reingesetzt. Aber zum Glück sind 2 Reifen dran. Doch, ein Reifen ist doch. Ja, das ist der, den ich mit hatte. Er wollte einmal so richtig liebe Worte für den Luca sagen. Werde ich nachher so ins Video schneiden, dass er so richtig behindert ist, der Junge. Er ist einfach nur des Todes vergesslich, wenn er hungrig ist. Kommt dir so, sag mir auch was mega Liebes zu dem. Wem? kannst du die Zombies dann abhalten? Ja, wen haben wir denn hier? Wir haben rechts von mir den Desodero, den alten Knacker. Hallo. Hallo Deso. Vor uns der Driver ist der Perry, deswegen hoffe ich, dass wir überhaupt ankommen. Hallo Perry. Toi toi toi. Hi. Guck mal nach hinten, Perry. Mit seiner Harry Potter Brille. Warte. Ich guck dich mal an, wo bist du? Hallo! Richtiger Hässler. Und hier haben wir diesen. Ja. Ich weiß nicht, was das sein soll. Tannenbaum. Wie? Tannenbaum Luca. Der einfach mal so. Ihr müsst vorstellen, wir haben so abgemacht, so ab 6 Uhr nehmen wir auf, ja? Wir haben jetzt 6 Uhr 16 Minuten, ne? Also, wir spielen schon seit 16 Minuten, weil der 6 Uhr Server reset hier auf dem Server. Und der Luca sagt so 2 Minuten nachdem der Server wieder ab ist, sagt er so, ja, ich bin jetzt erstmal auf KS und so. Vielleicht sieht man sich heute noch, hat er gesagt. Richtig ehrenlos von dem. Richtig ehrenlos. Ja, Luca halt. Und der Deso, also der Desodero, der Opa, der singt uns nachher noch so ein Liedchen. Vielleicht nein, nicht in der nicht. Vielleicht nicht in der heutigen Folge, aber vielleicht im Livestream oder so. Wenn der 1000 Herzen einen Livestream bekommt, dann wird der schon nicht Nein sagen. Reicht das oder noch mehr? Nee, reicht, bitte einsteigen. Ja, warte. Yo Leute, hier stehen wir an unserer Base. Beziehungsweise, ja doch, ich sag einfach mal unsere Base.
Perry, Deso, wer war noch dabei? Luca und die anderen. Ich sag einfach und die anderen. Haben hier schon mal angefangen zu bauen. Hier mal so eine kleine Helikopter-Landeplattform, die man, ich glaube, sogar abschließen kann, oder? Oder geht das ja, nicht? Ja, ja, doch, doch. Okay, die kann man sogar. Okay, die kann man sogar abschließen. Dann stehen hier noch zwei T2-Häuser, ein paar T1-Häuser, eine Garage, wo wir ein Auto safen können. Hier der SUV, mit dem wir eben durch die Gegend gefahren sind. Und jetzt, ja, sogar einen kleinen Zaun hier durch den Wald, damit keiner uns von hinten angreift. Und jetzt schauen wir mal, wo baue ich denn mein Haus hier hin? Was sagt ihr? Ich muss mal schauen. Ja, das ist schon ziemlich offen hier, aber ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich werde das... Da hier, diese Ecke ist perfekt, glaube ich. Hier werde ich das reinhauen. So ein kleines Hero-Haus. Ich bin ja durch die ganzen Livestreams bin ich einfach Hero geworden, wo ich so viele Blood Packs gegeben habe und so friendly gespielt habe. Mehr geht's einfach gar nicht. Das heißt also, ich laufe jetzt erstmal ins eins eurer Häuser. Was brauche ich nochmal für die Zement, hier den Zementmischer, also für den Betonboden? Ja, wieso hast du zum Beispiel einen Zementmischer? Nee, leider nicht. Das Einzige, was ich habe, ist ein Zement. Der ist nämlich auch kein Zementmischer. Da warten, bis Luca wiederkommt. Hat der Luca ja, sich natürlich wie? Alles gesaved. Sonst gehen wir einfach schon mal suchen, dann bauen wir später. Oh, dann nimmt er sich die DMR natürlich. Aber natürlich. Die liegt sich einfach in meinem Haus hier. Luca, wir sind. Luca, wollte ich nennen. Deso, wir sind doch eine Familie. Wir leben zusammen, ja, ne? Wir speisen zusammen, wir teilen unsere Beute zusammen, wir teilen unsere Frauen zusammen, Deso. Wir singen zusammen. Wir können ja mal eben nach Ekaterinburg laufen und uns Mensch versuchen. Sind ja nur 5 Meter. Auto einfach stehen gelassen, so jetzt kommt einer entführt, Luca. Okay, wir sollten einen Reifen oder so ausbauen. Ich laufe nochmal zurück. Muss aber mindestens 2 machen, weil der Luca noch einen in der Tasche hat. Ja, stimmt. Luca wird einfach rausgeschossen, bestimmt. Sonst warte einfach da. Wir kommen gleich dich holen. Okay. Kannst du schon mal ein bisschen vorbereiten, irgendwie so alle Ressourcen ins Auto packen oder so, die ich gleich benötige? Luca, ne? So unfähig sein. Ich hab aber nicht genug. Ja, ich hab gesagt, nee, ich hab nur ein Zement. Ich hab das ganze Zeug bei mir im Haus. Perry hat ja also sozusagen schon den Bauleiter übernommen. Das ist der Baumeister. Baumeister Perry. Perry, das Schnabeltier. So, Leute, wir bauen dann mal das Haus. Als erstes muss nämlich der Zementmixer gestellt werden. Wir haben hier einen schönen Platz ausgesucht. Dazu einfach den Zementmixer anklicken, hinstellen, dann wird er platziert. In diesen müssen wir jetzt die Baumaterialien reintun. Ich glaube, das waren 15 Steine, 2 Reinforcing-Dinger, Materials. Was war es noch, Perry? 2 Zement und 25 Holz. Genau, und 25 Holz. Ach du Scheiße. 25 Holz! Das ist noch wenig. Ja. 2 Zement, ne? Nicht 4. Ja, 2 fürs Fundament 2. Weil komischerweise ist es auf einmal die doppelte Menge. Egal. Bin unschuldig. Pack mal das mal da rein. Also Zement ist drin. Reinforcing kommt. Die 15 Steine kommen auch noch. Fallen hier eigentlich die Bäume um? Nee. Da, die Steine noch. Ich habe leider kein Backpack, deswegen muss ich ein bisschen öfter hin und her laufen. Macht aber nichts. Das macht nichts. Das Schlimmste haben wir schon da drin. Und im Endeffekt, wenn wir die ganzen Materialien reingetan haben, dann müssen wir nur noch eigentlich dieses Hero Blueprint Level 1 nehmen, was hier liegt. Und einfach mit Rechtsklick aktivieren und dann baut er das fertig. Dann haben wir erstmal ein Zement auf dem Boden, also so eine Zementmischung, sag ich mal. Soweit können wir dann erstmal nichts bauen, dann müssen wir warten, nämlich bis der erste Server Restart durchgeführt wurde. Und danach können wir dann weiterbauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen hatten das Level 1 Haus, 2 Stück oder so? Nur 2. Ja.
So, also ist das Bausystem ist ein bisschen anders gemacht als von Epoch. Bei Epoch war es ja, da konnte man jede einzelne Wand oder Boden oder die Decke oder Innenarchitektur konnte man einzeln bauen. Hier sind die Häuser vorgefertigt. Die sind einfach feste Häuser, wie ihr seht. Die sehen also meistens gleich aus. Es gibt wie viel? 10, 20 vielleicht verschiedene Häuser. Und jedes von den Häusern hat einzelne Etappen, sag ich mal, also Stages. Genau. Und halt die finale Stages sind fertig. Zum Beispiel das T3-Haus, das fängt man an zu bauen. Zuerst wie immer den Zement bauen, dann langsam die Wände zieht man hoch, danach am Ende die Decke. Dann kann man schon das Haus betreten, sogar Sachen einlagern, aber dann kann man das noch weiter ausbauen, dass man dann noch eine Garage dran baut und sowas. Also ist ganz cool gemacht. Schau mal, wie viel Holz wir schon eingelagert haben. Wir haben 20 Holz eingelagert. 21 sogar. 4 Stück noch. Ich habe auch meine Flashlight hingelegt. Ich hoffe mal, die Leute werden uns nicht zu arg bekämpfen. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt ist vorbei. Ach was. Wenn ihr uns bekämpfen, bauen wir einfach eine zweite Base. Einfach mal so eben. Ist ja Origins, so findet man Sachen wie am Meer. Wie Sand am Meer. Ja. Jetzt kann man ja mittlerweile seine Häuser abbauen mit dem Bagger. Ja, wir letztens immer. Da wo du dein Haus baust, stand eigentlich mein Level 1 Haus, aber das haben wir abgerissen. Echt? Ja, ist ja. Klar, wenn der Boss kommt. Nein, Spaß. Nee, weil fürs Nested Building muss man ja Level 1 Haus wieder abreißen. So, das heißt, Rechtsklick, Build Foundation. Aua. Mit Spaceboat, Mann. Leertaste, ja. Ich wollte nur den Platz mit einem Schuss markieren. In Russland ist es nämlich üblich, dass man die neu gebauten Häuser einweiht mit so Schüssen auf dem Boden. Ich mach Raketenwerfer gegen, ne? In Deutschland ist es ja, glaube ich, mit so einer Champagnerflasche oder so. Da haut man eigentlich so eine Champagnerflasche gegen eine Wand oder so. Oder, ja, keine Ahnung. In Russland ist es einfach, man schießt einfach mit einer DMR-Pammer auf den Boden. Das soll Glück bringen. Viele Kills und so. Und eine Verteidigung gegen Bären. Oh. Ist die DMR nicht amerikanisch? Ja, aber du weißt ja, die Russen kaufen alles da ein. Ja. Hättest du jetzt SVD gesagt, hätte ich vielleicht noch... Im Endeffekt ist eh alles so Made in China, weißt du? So, das ist fertig gebaut. Hui! Jetzt können wir mal gucken, haben wir hier schon den Gear-Button? Nee, ne? Doch, wir haben sogar den Gear-Button. Da könnten wir jetzt sogar einbauen, da sehen wir jetzt... schön und frisch mit Zement erstmal eine Runde wälzen hier. Yeah, Gruppenkuscheln! Woo! Yeah, woo! Gruppenbeine brechen! Top, jetzt ist wenn uns jetzt jemand zuguckt. Okay. Macht einmal die Häuser zu. Ihr müsst ja auch immer die Häuser abschließen. Hier ist nämlich... Naja, wenn die Tür immer offen ist, dann kann jeder an das Gear dann... Perry, fährst du? Also ja, genau, ich wollte erstmal noch was machen. Und zwar... Also ich glaube, Luca hat hier ein paar Sachen mit reingetan. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich teste es einfach mal. Nimm noch, du musst noch hier, da sind noch SUV-Stencils und eine Widespray-Can drin. Musst auch noch rausnehmen. Okay, wollt ihr diese anderen Sachen eben reinpacken? Ja, keine Ahnung, wem die waren. Die Reinforcing Materials und nicht, dass wir das mitnehmen. Ach so, ja, aber das geht nicht. So, okay. Jetzt müsste da stehen, Paint, SUV und Special. Special Pirate? Genau. Ja. Okay, Leute. Dann machen wir das mal. Ich bin nämlich nebenbei so Hobbymaler und so. Und in der Zombie-Apokalypse kann man dann nicht mit so einem getarnten SUV durch die Gegend fahren. Da braucht man einen besonderen Anstrich. Die Gegner sollen ja vor uns erzittern. Deswegen haben wir hier mal einfach so schwarz gefärbt mit so einem schönen Totenkopf. Da soll nämlich Gefahr sein. So. Jetzt haben die alle Angst vor uns. Aber ich muss sagen, eigentlich bei der Getante ist so wie gefährlich. Ja, bei der ist besonders. Ja, Mann.
Ja, ah. Da sagen deine Eltern auch immer zu dir, du bist was Besonderes. Nein, die anderen sind nicht anders. Du bist noch was Besonderes. Okay, alle einmal einsteigen und dann geht's los. So, zum Weiterbauen benötigen wir wieder 25 Steine. Hier. 1, 2, 3. Kannst du das Holz dann gleich schon mal hier reinlegen? Hm, mach ich dann. Wieso, komm einfach nach hier, wo ich bin. Andere Richtung. Also 4 Zementbags, eine Battery, ein Codelock, 4 Reinforcing, 25 Steine, ja? Und wie viel Holz nochmal? 35. Jetzt habe ich meine Axt abgegeben. Fallen bei euch die Bäume um? Nee. Man muss einfach nur rechtsklick auf Hatchet und dann fängt er an, Holz zu haken. Okay. Irgendwann bricht die kaputt. Ja. Wenn du Pech hast. Wenn man Pech hat. Du kannst Holz hacken und ich sammle das die ganze Zeit dann einfach auf. Oder geht das nicht? Doch, das geht. Hier. So. 35. Das ist jetzt für das erste T1 aus, genau. Muss er eigentlich jetzt genug sein? Ich guck mal. Bam, 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 dann habe ich auch ein Zuhause. Willkommen. Der Begeisterung. Der Luca ist immer so gemein zu mir, ne? Der so, Begeisterung. Das ist jetzt fertig. Das bedeutet, jetzt muss ich die Option haben. Bommelwirbel. Ja, meine Schwande. Ah, du musst jetzt aber. Ne, weiter weg. Weiter weg und hier hin, ungefähr hinstellen. Ja, ungefähr so. Ah, da war sie. Oh, da. Nein! Jetzt nur für, muss ich da speziell irgendwo hingucken, oder? Ja, da. Einfach Richtung Foundation. Build Stage 2. Okay, und jetzt muss ich einen Code eingeben, ja? Ja. Ja. Würde ich zensieren. Puh. Ja, würde ich auch zensieren. Eins. 2, 3. 1-1. Okay. Hey. Jetzt kommt man hier endlich auch wieder nicht durch. Guck mal, hier sogar von beiden Seiten zugebaut. Mann, bin ich gut. Jetzt haben wir ein eigenes Häuschen. Gucken. Uran, Utan, UU. Unlock. 1-1-1-1. Yay, Party! Erstmal ins Bett schmeißen. Das ist mein Haus. Hier eine Flagge. Hier. Oh, Alter. Immer noch eine schöne Stadt. Das Building sind 1000-mal cooler geschmückt. Und dann packen wir noch 4 Holz da rein. Soweit ganz gut. Haben wir heute auf jeden Fall vieles erlebt. Leider nicht so viel erbeutet. Erfolg. Man kann nicht immer Erfolg haben. Ja. 1-1-1-1. Ich hatte trotzdem Spaß. Ich habe jetzt schon damit abgefunden. Ja, das ist halt das Schöne. Es gibt diese Höhen, aber auch diese Tiefen. Das ist ja, aber bei dir gibt es nur Tiefen. Okay, dann logge ich mich mal hier aus. Da haben wir nicht nur den ersten Spatenstich gesetzt, sondern wir haben das ganze Haus sogar fertig bekommen. Wir haben auch noch sehr viel anderes erlebt, was wir euch in den nächsten DayZ-Parts zeigen werden. Wir werden auch viel mehr aufnehmen. Also ich mag Origins, mir macht es extrem viel Spaß. Vor allem mag ich dass da so wenig Loot ist. Da ist nicht so viel Loot wie auf anderen Servern. Wir haben auch sehr viele Teamkämpfe schon erlebt und da wird noch einiges sicher kommen. Jetzt habt ihr hier oben einmal
einen kleinen Teaser für die nächste Folge. Da zeige ich euch einen kleinen Teamkampf von. Von unten habt ihr das letzte DayZ Route 26 Video. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.